Hallo und herzlich willkommen beim vierten Teil des Adventskranz-Zykluses der Serie. Wenn du die anderen Teile noch nicht gesehen hast, dann schau da doch mal vorher vorbei, damit du verstehst, was hier passiert. Im ersten Video habe ich allgemeiner über den Adventskranz etwas erzählt. Es lohnt sich, das nochmal anzuhören, weil ich bin wirklich sehr berührt von der Bedeutung des Adventskranzes, die ich vorher gar nicht kannte. Ich habe ja eine Jahreskreisserie gemacht, ich verlinke dir die mal da oben in der Infokarte, und habe da mit einem Buch zusammengearbeitet, das heißt der Jahreskreis, ich verlinke dir das mal unten in der Infobox, und habe da im Dezember halt zum ersten Mal in meinem Leben etwas über die Bedeutung des Adventskranzes gelesen und auch über die Bedeutung der einzelnen Kerzen. Und in jedem Video beleuchte ich jetzt die Bedeutung dieser Kerzen. Ja. Und wir sind jetzt am vierten Advent. Ja, das Licht ist zurückgekehrt. Wenn du dieses Video schaust, dann haben wir den Zenit überstanden, die dunkelste Zeit. Ja, der Dezember birgt auch die Wende für das Licht. Am 21. Dezember war die Wintersonnenwende. Und ja, die Tage werden jetzt immer länger. Jeden Tag 2 Minuten. Am Anfang werden wir es noch nicht so mitkriegen, aber in 1-2 Monaten wird es deutlich, dass ja, der Tag wieder länger wird, wir wieder mehr Licht haben. Die erste Kerze stand für den Winter, für die Mutter Erde, das weibliche Element, ja, das Materielle. Die zweite Kerze war der Frühling, die Luft, das Geistige, das Immaterielle, ja, ein männliches Element. Die dritte Kerze war die Jahreszeit der Sommer, war das Element Feuer, die Lebenskraft, die Liebe, die Leidenschaft. Das ist auch ein männliches Prinzip, also wird auch dem männlichen Prinzip zugeordnet. Und jetzt als letztes der Herbst, die vierte Kerze, das Wasserelement, auch wieder dem weiblichen zugeordnet, die Gefühlswelt. Ja. Und in den anderen Videos habe ich dich gebeten, einen Zettel dir zu schreiben immer und die einzelnen Fragen, die ich dir anbiete, auch wirklich niederzuschreiben, bewusst zu machen und Klarheit über diese Themen in deinem Leben zu bekommen. Und auch diesmal, nimm dir einen Zettel und Stift und denk ein bisschen drüber nach, was da so in deinem Leben da ist, wie zufrieden du mit deinem Gefühlsleben bist. Werde da gleich noch ein paar Fragen dir zu anbieten. Und um das Ritual abzuschließen, wenn du dann diese 4 Zettel hast, dann kannst du die am 31. Dezember nehmen und verbrennen. Das heißt, du lässt sie los, die ganzen Wünsche, die Erkenntnisse, gibst sie ab und durch die Klarheit, die dann in dir entstanden ist, durch die Auseinandersetzung damit, kannst du einfach mal schauen, wie sich dein Leben dahingehend verändert. Natürlich ist dein Zutun auch ein bisschen notwendig, aber auch das Loslassen an sich, ja, ist wichtig dabei. Fragen, die du dir stellen kannst, ist einmal natürlich, wie geht's dir jetzt gerade? So. Wie geht's dir mit deinem Gefühlsleben? Bist du da zufrieden oder möchtest du deine Gefühle gerne stärker wahrnehmen? Handelst du eher aus dem Verstand heraus oder bist du so ein Gefühlsmensch? Wie geht es dir so mit deinem Bauchgefühl, mit der Intuition? Bist du da zufrieden? Hast du da Vertrauen, da auch mal aus dem Bauch heraus zu handeln, impulsiv zu handeln, ohne vorher darüber nachzudenken? Ja, kannst du deiner Intuition trauen und folgst du deiner Intuition? Kannst du die einzelnen Gefühle zulassen? Trauer, Wut, Freude, Eifersucht? Ja, wie geht es dir mit diesen Gefühlen? Brauchst du da vielleicht neue Methoden und Techniken, um diese Gefühle zulassen zu können, die so wichtig und wesentlich sind für dein Leben? Ja, die ein guter Ratgeber sein können, die dich aber nicht so einnehmen sollen oder fertig machen sollen. Ja, Thich Nhat Hanh, ich habe da mal einige Bücher in der Infobox verlinkt, ist ein wirklich guter Anleiter, wie du mit Emotionen umgehen kannst, so starken Emotionen, die dich vielleicht umwerfen. Ja, also was brauchst du in deinem Gefühlsleben?
möchtest du etwas ändern? Bist du zufrieden? Ja. Ja, das war jetzt das Ende dieser vierteiligen Serie. Ich bin gespannt über die Kommentare und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann gib mir gerne einen Daumen, nein, das waren jetzt zwei Sachen auf einmal, gib mir gerne einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat und abonniere den Kanal. Hier erscheinen jetzt noch gleich zwei Videos und ja, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Ich wünsche dir eine gute Zeit, eine besinnliche Zeit und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Ciao!